Wer ist Luis Buñuel? Ein Atheist? Ein Surrealist? Anarchist? Ein Bourgeois oder etwa ein Katholik? Die Karriere dieses Mannes, der vor 100 Jahren geboren wurde und 1984 in Mexiko starb, hat 1928 in Paris mit einem Skandal begonnen. Auch später haben seine Filme, die in Spanien, Mexiko und Frankreich entstanden, immer wieder Verwirrung gestiftet, Rätsel aufgegeben, Fragen nicht beantwortet. Die Widersprüche haben ihn interessiert, nicht die Wahrheiten. Diese Haltung hat ihn berühmt gemacht und zu einem großen Regisseur der Filmgeschichte. Luis, pour une fois, nous allons parler de cinéma. Ça n'arrive pas souvent. Luis, Sie sind 1900 in Spanien, in der Provinz Aragon, geboren. De Teruel. Gab es damals überhaupt schon Kino in Spanien? Da ich da gerade geboren wurde, weiß ich das nicht. Sie haben einmal gesagt, das Kino sei das erste Element der Neuzeit gewesen, welches plötzlich in einer Welt des Mittelalters aufgetaucht sei. Dass es damals in Kayanda noch Postkutschen mit Pferden gegeben habe. Ja, das 19. Jahrhundert endet meiner Meinung nach erst 1914 mit dem Ersten Weltkrieg. Auch in Spanien? Überall, auch in Frankreich. Und das modernste von allem war eben das Kino. Noch vor dem Auto. Zur gleichen Zeit. In Saragossa, das 80.000 Einwohner hatte, gab es schon ein elektrisches Auto. Wann ungefähr sind Sie zum ersten Mal ins Kino gegangen? Ich glaube, das war 1908, bei der Ausstellung in Saragossa. Da waren Sie 8 Jahre alt. Ja. Es gab ein Kino, das hieß Farusini. Das hatte eine Drehorgel am Eingang mit lauter Holzfiguren. Des automates. Künstlich bewegte Figuren, die ein Instrument spielten. Und drinnen gab es eine Plane als Dach und Bänke für 100, 150 Personen. Der erste Film, den ich gesehen habe, war ein Trickfilm mit Ton und in Farbe. Da gab es so ein rosarotes singendes Schwein mit der Schärpe eines Polizeikommissars. Jedes Bild war von Hand bemalt und die Farbe ging über die Ränder hinaus. Und der Ton? Ein Grammophon hinter der Leinwand. Genau dasselbe habe ich dann auch beim Chien Andalou gemacht. Da habe ich auch ein Grammophon hinter die Leinwand gestellt, wie bei diesem allerersten Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Was haben Sie damals empfunden? Erinnern Sie sich noch daran? Ich habe ungeheuer gestaunt. Und an die Großaufnahmen und die Zooms, denn das gab es damals schon. Man sah zum Beispiel eine Figur in einer Halbnaheinstellung und dann bewegte die sich plötzlich auf einen zu, bis zur Großaufnahme des Gesichts. Da kriegte man dann eine Heidenangst, denn man selber blieb ja unbeweglich sitzen, während die Figur aus der Leinwand heraus direkt auf einen zuzukommen schien. Nach dem Abitur haben Sie in Madrid studiert. Und dort haben Sie dann auch Garcia Lorca kennengelernt. Dali, Alberti, all Ihre Freunde. Gingen Sie dort auch weiter ins Kino? Man ging damals mit der Verlobten ins Kino und sah sich so gut wie alles an. Mein Melodram oder vor allem auch die komischen Filme, die von Ben Turpin und all den amerikanischen Komikern. Lorca, Dali, wir gingen da alle zusammen hin, um uns zu amüsieren. Harold Lloyd, Buster Keaton und am wenigsten gefiel uns damals Charlie Chaplin. Später mochten Sie dann die Marx Brothers sehr, nicht wahr? Ja, aber das war sehr viel später, in den 30er Jahren. Dachten Sie damals in Madrid als 20-jähriger Student schon daran, eines Tages Filme zu machen? Nie im Leben. Luis, Sie sind 1925 nach Paris gekommen, mit 25 Jahren. Ja. Wie kamen Sie mit dem Film in Berührung? Dazu habe ich mindestens 3 Jahre gebraucht. Am Anfang ging ich zu Montparnasse mit Freunden, den spanischen Malern Peinado und Borès, die später von Terriade ziemlich bekannt gemacht wurden. Außerdem ging ich oft ins Kino.
Und eines Tages sah ich mir Der müde Tod von Fritz Lang an. Die Hauptgeschichte hat mir sehr gefallen, die drei Geschichten der drei Lichter nicht so sehr. Aber insgesamt hat es mich außerordentlich beeindruckt, ich weiß gar nicht warum. Da dachte ich mir, vielleicht könnte ich ja auch Filme machen. Aber wie? Ich kannte niemand in Paris. Ich war ein Fremder. Eines Tages erfuhr ich, dass Jean Epstein Direktor einer Schauspielschule war. Er war damals in Frankreich sehr berühmt. Als Regisseur? Ja. Und darüber hinaus war er auch als Intellektueller in Spanien wohl bekannt. Ich hatte Artikel von ihm gelesen und auch Gedichte. Ich stellte mich ihm vor mit den Worten, ich möchte ihr Schauspielschüler sein. Einen Monat lang ging ich hin. Außer mir waren alle anderen Weißrussen. Wir machten kurze Filmszenen und er führte Regie. Eines Tages drehte er den Film Die Abenteuer des Robert Macaire. Ein Melodram? Ja, es ist sehr bekannt, nicht wahr? Und ich konnte nicht mehr mitmachen, denn es war alles schon besetzt. Er sagte zu mir, kommen Sie wieder beim nächsten Film. Ich sagte, ich könnte das Studio kehren, alles Mögliche machen, ich bräuchte kein Geld. Meine Mutter zahlte mir nämlich damals meinen Aufenthalt in Paris. Danach fing er mit Mopra an. Ich sagte, erinnern Sie sich, Sie wollten mich als Assistenten nehmen und er war einverstanden. Sie machten alles? Ja, ich war Praktikant, Assistent, ich half dem Kameramann. Denn er hatte niemanden. Dabei machte er alles, er lud die Filmrollen, alles. Und eine Kameraassistenten gab es nicht. Ich war also auch das und Statist und überhaupt alles. Sie waren sogar Stuntman. Ja, einmal bin ich aus 3 Metern Höhe von einer Mauer gefallen. Ich war in der Gendarmerie. Sie spielten einen Gendarmen? Ja, in der Gendarmerie Ludwig des 16. Ich musste auf eine Mauer klettern. Man schoss auf mich, ich fiel. Man legte zwar Matratzen aus, aber ich habe mir trotzdem wehgetan. Ich habe dann noch einen Film mit ihm zusammen gemacht. Aber noch vor der Untergang des Hauses Ascher haben wir uns aus persönlichen Gründen getrennt. Kannten Sie damals schon die Technik des Films? Ja, natürlich. Beim Filmen hatte ich auch etwas von der Technik gelernt. Vor allem, was die Kamera betraf. Ihr erster Film war Un chien andalou. Wie kam Ihnen die Idee dazu? In den Ferien hatte ich Dali besucht und gemeinsam hatten wir aufgrund von Träumen den Film entworfen. Was waren das für Träume? Er träumte, er habe die Hand voller Ameisen und ich träumte von einem Messer, das in ein Auge schneidet. Dann sagte er, damit könnten wir einen Film machen, mit diesen irrationalen Elementen. Das Drehbuch schrieben wir in 7 Tagen. Was war Ihr Prinzip beim Schreiben? Unser Prinzip war, dass wir jedes Bild verwarfen, das rational hätte erklärt werden können. Oder aus der Erinnerung heraus, oder der kulturellen Überlieferung. Mit anderen Worten, wir akzeptierten ohne Diskussion jedes Bild, das uns einfach so kam und uns Eindruck machte. Hatten Sie ein gegenseitiges Vetorecht? Das brauchten wir gar nicht. Das Veto sah so aus. Der eine sagte, das gefällt mir nicht, und der andere sagte, ja, das finde ich auch nicht gut. Und dann haben Sie den Film in Paris gedreht. Mit dem Geld Ihrer Familie. Meiner Mutter. Wem haben Sie den fertigen Film dann gezeigt? Ich hätte den Film gemacht, ohne dass einer meiner Freunde davon wusste. Eines Tages lernte ich Man Ray kennen, in der gerade eröffneten Coupole. Und dort stellte er mich dann den anderen vor. Ich war von ganzem Herzen Surrealist. Sie haben also den Chien Andalou wohlgemerkt vor Ihrer ersten Begegnung mit den Surrealisten gemacht. Ja, deswegen bin ich ja auch in die Gruppe aufgenommen worden. Wir sind dann ins Cinéma des Ursulines gegangen. Dort hatte Monsieur Tellier eine Vorführung arrangiert für Aragon und Man Ray. Und dann sagten sie mir, einverstanden, das ist ein surrealistischer Film. Und einen Monat später... War das da, wo Sie die Taschen voller Kieselsteine hatten? Ja. Es war ein Stummfilm und ich stand mit dem Plattenspieler hinter der Leinwand und legte abwechselnd den Tango Argentin und Tristanese auf. Und zum Schluss hatte ich mir die Taschen voller Kieselsteine gepackt. Für den Fall, dass das Publikum protestiert hätte, hätte ich es mit Steinen beworfen. Alors là, atteint succès extraordinaire. Il avait les tout Paris était là.
Aber es war ein ungeheurer Erfolg. Ganz Paris war da. Die Noailles, Corbusier, Picasso, alle. Es war ein großer Erfolg und ich war völlig verblüfft. Und die Steine... Die haben Sie dann ganz unauffällig auf die Erde fallen lassen, nicht wahr? Und wie lange danach haben Sie dann L'Âge d'Or gedreht? Ein Jahr später. Finanziert wurde er von den Noailles. Sie waren wunderbar. Ich legte ihnen nur einen Kostenvoranschlag vor und sie gaben mir das Geld. Der Film war in 20 Tagen fertig. Und L'Âge d'Or ging dann als berühmter Skandal in die Filmgeschichte ein. Ja, es war ein fürchterlicher Skandal. Damals also entdeckten Sie die Macht des Films als eines subversiven Mediums. Ja. Außer ein paar lebenden Bildern in Paris habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur einen einzigen pornografischen Film gesehen. Mit dem entzückenden Titel Sœur Vaseline. Man sah eine Nonne in einem Klostergarten mit einem Gärtner schlafen, der es seinerseits mit einem Mönch trieb, bis sich alle zu einer Nummer zu dritt zusammenfanden. Jean Mauclair vom Studio 28 hatte mir den Film geschenkt. Ich habe ihn verloren. Mit René Char, der kräftig war wie ich, hatte ich vor, in eine Kindervorstellung einzudringen. Wir wollten den Vorführer fesseln und knebeln und dem jugendlichen Publikum Sœur Vaseline vorführen. O tempora, o moris. Kinder zu verderben erschien uns als eine der anziehendsten Formen von Subversion. Natürlich ist es bei der Absicht geblieben. Eigenartigerweise haben Sie aber nach diesen ersten beiden Filmen, mit Ausnahme von Las Urdes, den Sie ein Jahr danach in Spanien drehten, 16 Jahre lang überhaupt keine Filme mehr gemacht. Ja, wegen der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse damals in Europa. Der spanische Bürgerkrieg, der Zweite Weltkrieg. Ich bin dann nach Hollywood gegangen. Erzählen Sie ein wenig davon. Sie waren zweimal dort, das erste Mal 1930. 1930 und 40. Warum 1930? Ich war engagiert worden von Metro-Goldwyn-Mayer wegen L'Âge d'Or. Was war Ihr erster Eindruck 1930? Waren Sie von der Technik beeindruckt? Überhaupt nicht. Ich hatte einen Sondervertrag von 6 Monaten, um einen Monat in jeder Abteilung von Metro-Goldwyn verbringen zu können. Schnitt, Studio, Skript und so weiter. Bei meiner Ankunft zeichne ich diesen Sondervertrag meinem Betreuer Albert Lewin, der später das Bildnis des Dorian Gray gedreht hat, und er hielt den Vertrag für sehr komisch. Er fragte, wo wollen Sie anfangen, im Studio? Ja. Da sah er auf eine große Tafel, wo alle Studios von Metro-Goldwyn verzeichnet waren und sagte, gehen Sie ins Studio 22. Von da an war ich Angestellter bei Metro-Goldwyn. Und was haben Sie da gemacht? Ich ging dorthin. Man machte gerade eine Großaufnahme von Greta Garbo. Maskenbildner nahmen die letzten Retuschen vor am Make-up. Damals fing ich ja gerade erst an, also drängte ich mich nicht direkt in den Vordergrund. Aber dann wurde der Leiter auf mich aufmerksam. Er kam zu mir rüber und sagte, what are you doing here? Und damals konnte ich kein Wort Englisch, noch nicht einmal good morning. Also warf er mich hinaus. Danach bin ich nicht mehr hingegangen. Ich habe samstags nur noch mein Geld abgeholt. Das war alles. Das war meine Lehrzeit in Hollywood. Ich habe auch versucht, für Robert Florey zu arbeiten, der die Bestie mit den 5 Fingern vorbereitete. Aus Freundschaft bot er mir an, eine Sequenz des Films, in dem Peter Lorre spielen sollte, zu schreiben. Ich dachte mir eine Szene aus, mit einer lebendigen Hand der Bestie, die in einer Bibliothek spielte. Peter Lorre und Robert Florey gefiel, was ich geschrieben hatte. Sie gingen zu ihrem Produzenten, ich musste vor dem Büro warten. Als sie bald schon wieder herauskamen, machte Florey mit dem Daumen eine negative Geste. Wieder nichts. Später in Mexiko habe ich den Film gesehen. Meine Szene war zur Gänze drin. Ich war schon bereit zu prozessieren, aber irgendwer sagte mir, allein in New York hat die Warner Brothers 64 Rechtsanwälte. Wenn Sie meinen, greifen Sie die ruhig an. Nichts habe ich gemacht.
Luis, Mexiko ist ein Land, das Sie aufgenommen hat und Ihnen wieder ermöglichte, Filme zu machen. Bei Ihrer Ankunft gab es ja schon ein mexikanisches Kino. Es gab Maria Candelaria und die Filme von Emilio Fernandez. Braccio war auch gut. Es gab drei oder vier ziemlich gute Regisseure. Haben Sie sich leicht an die schnellen Dreharbeiten gewöhnen können? Schnell bin ich schon immer gewesen, wegen meiner Nerven. Aber jetzt gewöhnte ich mir an, schnell und ökonomisch zu arbeiten. Und hatten Ihre Filme in Mexiko Erfolg? Nein, nicht sehr viel. Und wie wurde Los Olvidados aufgenommen? Sehr schlecht. Wie eine Beleidigung des Landes? Ja, genau. Gibt es in Mexiko einen Nationalismus? Ja, gab. Manche ihrer mexikanischen Filme sind heute fast vergessen. Andere dagegen werden als Meisterwerke betrachtet, wie zum Beispiel Archibaldo de la Cruz, El, Nazarin, Der Würgeengel oder auch Simon in der Wüste. Wie erklären Sie sich diese Unterschiede bei Ihren mexikanischen Filmen? Das hing vom Produzenten ab und von der Notwendigkeit, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Daher nahm ich alles an, sofern es nicht meinem Gewissen oder meinen Vorstellungen zuwiderlief. Selbst aus Unsinn versuchte ich immer noch etwas zu machen. Kann man sagen, dass Sie nach Ihrem Welterfolg Viridiana all Ihre anderen Filme in völliger Freiheit haben machen können? Nein, in völliger Freiheit habe ich nur wenige Filme machen können. In Frankreich hatte ich bei meinem ausgezeichneten Produzenten Serge Silbermann ziemlich viel Freiheit. Da konnte ich mehr oder weniger machen, was ich wollte. 1978 in Madrid, als ich mich schon damit abgefunden hatte, die Dreharbeiten zu dieses obskure Objekt der Begierde wegen des totalen Zerwürfnisses mit einer Schauspielerin abbrechen zu müssen, und Serge Silbermann, der Produzent, trotz des beträchtlichen Verlustes, den es für ihn bedeutet hätte, schon entschlossen war, den Film zu stoppen, saßen wir beide eines Abends ziemlich niedergeschlagen in einer Bar. Und plötzlich, aber erst nach dem zweiten Martini Dry, kam mir die Idee, die Rolle von zwei Schauspielerinnen spielen zu lassen, was es noch nie gegeben hatte. Serge war begeistert von der Idee, die ich eigentlich erst nur zum Scherz geäußert hatte. Und der Film war gerettet, dank einer Bar. Wie der heilige Simon sich oben auf seiner Säule mit seinem unsichtbaren Gott unterhielt, habe ich in Bars viele Stunden in Träumereien zugebracht, im Gespräch mehr mit mir selbst als mit dem Kellner, versunken in einer endlosen Flut von Bildern, die mich immer aufs Neue überraschten. Viridiana ist ein paradoxer Film. Er vertritt Spanien auf dem Festival in Cannes, erhält die Goldene Palme und wird in Spanien verboten. Ja, aber dann mussten sie ihn doch freigeben. Der Direktor des staatlichen Filmwesens und der Minister erklärten daraufhin ihren Rücktritt, aber er wurde von Franco nicht akzeptiert. Damals also konnte ein Film noch einen wirklichen Skandal auslösen, nicht wahr? Oh ja, auf jeden Fall. Viridiana war in Spanien ein noch viel größerer Skandal als L'Âge d'Or. Gibt es eigentlich noch eine andere Tätigkeit, die Sie gern ausgeübt hätten, wenn Sie nicht Filmemacher geworden wären? Nein, eigentlich nicht. Aber wenn, dann wäre ich noch gern Schriftsteller geworden, weil ich dabei hätte allein sein können. Beim Filmen ist das ganz anders. Da sind 100, 200 Menschen um mich herum. Und ich mag Menschenmengen eigentlich nicht. Aber beim Schreiben wäre ich alleine. Das wäre zwar nicht gut, aber für mich wäre das ausreichend, um meine Zeit zu verbringen und nachzudenken. Und Maler? Weniger. Das liegt mir nicht so sehr. Lieber würde ich schreiben. Wenn Sie heute einem jungen Filmemacher einen Rat geben sollten, was würden Sie ihm dann sagen? Bezüglich der Technik könnte ich überhaupt keinen Rat geben. Da hat jeder seine eigene Technik. Ich würde ihm eher einen Ratschlag moralischer Art geben, wenn ich das mal so sagen darf. Ein Film kann gut, mittelmäßig oder schlecht sein, aber er darf niemals im Widerspruch stehen zu den Gedanken und Gefühlen des Autors. Ich würde ihm also den Rat geben, selbst wenn er dabei vor Hunger fast krepiert, nie etwas zu machen, was gegen seine Überzeugung wäre. Das ist alles. Wie wirkt das auf Sie, wenn man mit Ihnen über Ihr Werk spricht? Dann fange ich an zu träumen.
Träumen ist ein Euphemismus. Sehen Sie sich Ihre Filme nie mehr an? Nein, nie. Nur zwei oder drei habe ich noch mal gesehen. L'Âge d'Or zum Beispiel habe ich nie mehr gesehen. Nie mehr. Andere musste ich mir aus verschiedenen Gründen noch mal ansehen. Aber das waren ganz wenige, nur zwei oder drei. Ich leide, wenn ich einen meiner alten Filme wiedersehe, weil ich dann immer sehe, wie wenig das Ergebnis, das übrig geblieben ist, mit dem zu tun hat, was ich eigentlich hatte erreichen wollen. Lesen Sie eigentlich all die vielen Bücher, die über Sie geschrieben werden? Ja, es sind viele und darüber freue ich mich auch, aber ich lese kaum welche. Hin und wieder blättere ich mal eins durch, aber mehr nicht. Ich mag nicht, wenn so ein Aufhebens vor mir gemacht wird. Sie meinen Exhibitionismus? Ja, genau, furchtbar. Luis, mit Ihren 82 Jahren sind Sie aber toll in Form. Trotz Ihres Alters. Ja, aber ich bin kein Wundergreis. Mögen Sie keine Wundergreise? Wissen Sie denn, was ein Wundergreis ist? Nein, was denn? Aber was ein Wunderkind ist, wissen Sie. Ja, was denn zum Beispiel? Zum Beispiel ein Kind von 5 Jahren und die Eltern bekommen Besuch. Und dann heißt es, wo ist denn Pepito? Pepito, komm mal her. Ja, was ist denn, Mama? Also das hier ist Monsieur Carrière und er würde dich gerne etwas fragen. Aber ja, sehr gerne, Monsieur. Er ist erst 5 Jahre, nicht wahr? Und dann kommt die Frage. Kannst du mir denn einmal die spanischen Gotenkönige hintereinander aufsagen? Aber ja, sehr gerne. Bravo, Pepito, das ist ja wundervoll. Wunderkinder mögen Sie also nicht so sehr? Nein, überhaupt nicht. Und Greise? Noch weniger. Was machen denn die Wundergreise? Da wäre zum Beispiel Monsieur X, Don Leon, er ist 86 Jahre alt und in seiner Abwesenheit spricht man über ihn etwa so. Haben Sie gesehen, wie der sich noch hält? Bewundernswert. Am Tag läuft er noch seine 10 Kilometer. Er hat noch ein ganz ungewöhnliches Gedächtnis und seine sexuelle Potenz, um die beneide ich ihn wirklich. Das also wäre ein Wundergreis. Scheiß drauf. Also das Scheiße, das könnt ihr rausschneiden. Vor meinem letzten Seufzer stelle ich mir gern einen letzten Scherz vor. Ich bitte alle meine alten Freunde zu mir, die wie ich überzeugte Atheisten sind. Betrübt versammeln sie sich um mein Bett. Dann kommt der Priester, den ich habe rufen lassen. Zum großen Entsetzen meiner Freunde beichte ich, bitte um die Vergebung aller meiner Sünden und empfange die letzte Ölung. Dann drehe ich mich zur Wand und sterbe. Ob man in dem Augenblick aber noch die Kraft hat, zu scherzen? Ein Bedauern, nicht mehr zu erfahren, wie es weitergehen wird. Aus einer ständig sich verändernden Welt herausgerissen zu werden, wie aus einem Fortsetzungsroman. Ich glaube, die Neugier auf das, was nach unserem Tode passieren wird, gab es früher nicht. Oder es gab sie weniger in einer Welt, die sich kaum veränderte. Ein Geständnis. Trotz meines Hasses auf die Medien würde ich gern alle 10 Jahre von den Toten auferstehen, zu einem Kiosk gehen und mir ein paar Zeitungen kaufen. Mehr verlange ich gar nicht. Mit den Zeitungen unter dem Arm würde ich, bleich die Mauern entlang schleichend, zum Friedhof zurückkehren und von den Katastrophen der Welt lesen, um dann im sicheren Schutz meines Grabes beruhigt wieder einzuschlafen.
aufgrund von Träumen den Film entworfen. Was waren das für Träume? Er träumte, er habe die Hand voller Ameisen und ich träumte von einem Messer, das in ein Auge schneidet. Dann sagte er, damit könnten wir einen Film machen mit diesen irrationalen Elementen. Das Drehbuch schrieben wir in 7 Tagen. Was war Ihr Prinzip beim Schreiben? Unser Prinzip war, dass wir jedes Bild verwarfen, das rational hätte erklärt werden können. Oder aus der Erinnerung heraus. Oder der kulturellen Überlieferung. Mit anderen Worten, wir akzeptierten ohne Diskussion jedes Bild, das uns einfach so kam und uns Eindruck machte. Hatten Sie ein gegenseitiges Vetorecht? Das brauchten wir gar nicht. Das Veto sah so aus. Der eine sagte, das gefällt mir nicht, und der andere sagte, ja, das finde ich auch nicht gut. Und dann haben Sie den Film in Paris gedreht, mit dem Geld Ihrer Familie. Meine Mutter. Wem haben Sie den fertigen Film dann gezeigt? Ich hätte den Film gemacht, ohne dass einer meiner Freunde davon wusste. Eines Tages lernte ich Man Ray kennen, in der gerade eröffneten Coupole. Und dort stellte er mich dann den anderen vor. Ich war von ganzem Herzen Surrealist. Sie haben also den Chien Andalou wohlgemerkt vor Ihrer ersten Begegnung mit den Surrealisten gemacht. Ja, deswegen bin ich ja auch in die Gruppe aufgenommen worden. Wir sind dann ins Cinéma des Ursulines gegangen. Dort hatte Monsieur Tellier eine Vorführung arrangiert für Aragon und Man Ray. Und dann sagten sie mir, einverstanden, das ist ein surrealistischer Film. Und einen Monat später... War das da, wo Sie die Taschen voller Kieselsteine hatten? Ja. Es war ein Stummfilm und ich stand mit dem Plattenspieler hinter der Leinwand und legte abwechselnd den Tango Argentin und Tristanese auf. Und zum Schluss hatte ich mir die Taschen voller Kieselsteine gepackt. Für den Fall, dass das Publikum protestiert hätte, hätte ich es mit Steinen beworfen. Aber es war ein ungeheurer Erfolg. Ganz Paris war da. Die Noailles, Corbusier, Picasso, alle. Es war ein großer Erfolg und ich war völlig verblüfft. Und die Steine... Die haben Sie dann ganz unauffällig auf die Erde fallen lassen, nicht wahr? Und wie lange danach haben Sie dann L'Âge d'Or gedreht? Ein Jahr später. Finanziert wurde er von den Noailles. Sie waren wunderbar. Ich legte ihnen nur einen Kostenvoranschlag vor und sie gaben mir das Geld. Der Film war in 20 Tagen fertig. Und L'Âge d'Or ging dann als berühmter Skandal in die Filmgeschichte ein. Ja, es war ein fürchterlicher Skandal. Damals also entdeckten Sie die Macht des Films als eines subversiven Mediums. Ja. Und drinnen gab es eine Plane als Dach und Bänke für 100, 150 Personen. Der erste Film, den ich gesehen habe, war ein Trickfilm mit Ton und in Farbe. Da gab es so ein rosarotes singendes Schwein mit der Schärpe eines Polizeikommissars. Jedes Bild war von Hand bemalt und die Farbe ging über die Ränder hinaus. Und der Ton? Ein Grammophon hinter der Leinwand. Genau dasselbe habe ich dann auch beim Chien Andalou gemacht. Da habe ich auch ein Grammophon hinter die Leinwand gestellt, wie bei diesem allerersten Film, den ich in meinem Leben gesehen habe. Was haben Sie damals empfunden? Erinnern Sie sich noch daran? Ich habe ungeheuer gestaunt. Und an die Großaufnahmen und die Zooms, denn das gab es damals schon. Man sah zum Beispiel eine Figur in einer Halbnaheinstellung und dann bewegte die sich plötzlich auf einen zu, bis zur Großaufnahme des Gesichts. Da kriegte man dann eine Heidenangst, denn man selber blieb ja unbeweglich sitzen, während die Figur aus der Leinwand heraus direkt auf einen zuzukommen schien. Nach dem Abitur haben Sie in Madrid studiert. Und dort haben Sie dann auch Garcia Lorca kennengelernt. Dali, Alberti, all Ihre Freunde. Gingen Sie dort auch weiter ins Kino? Man ging damals mit der Verlobten ins Kino und sah sich so gut wie alles an. Ein Melodram oder vor allem auch die komischen Filme, die von Ben Turpin und all den amerikanischen Komikern. Lorca, Dali, wir gingen da alle zusammen hin, um uns zu amüsieren. Harold Lloyd, Buster Keaton und am wenigsten gefiel uns damals Charlie Chaplin. Später mochten Sie dann die Marx Brothers sehr, nicht wahr? Ja, aber das war sehr viel später, in den 30er Jahren.
Dachten Sie damals in Madrid als 20-jähriger Student schon daran, eines Tages Filme zu machen? Nie im Leben. Luis, Sie sind 1925 nach Paris gekommen, mit 25 Jahren. Ja. Wie kamen Sie mit dem Film in Berührung? Dazu habe ich mindestens 3 Jahre gebraucht. Am Anfang ging ich zu Montparnasse mit Freunden, den spanischen Malern Peinado und Borès, die später von Terriade ziemlich bekannt gemacht wurden. Außerdem ging ich oft ins Kino. Und eines Tages sah ich mir Der müde Tod von Fritz Lang an. Die Hauptgeschichte hat mir sehr gefallen, die 3 Geschichten der 3 Lichter nicht so sehr. Aber insgesamt hat es mich außerordentlich beeindruckt, ich weiß gar nicht warum. Da dachte ich mir, vielleicht könnte ich ja auch Filme machen. Aber wie? Ich kannte niemanden und die Filmrollen, alles. Und einen Kameraassistenten gab es nicht. Ich war also auch das und Statist und überhaupt alles. Sie waren sogar Stuntman. Ja, einmal bin ich aus 3 Metern Höhe von einer Mauer gefallen. Ich war in der Gendarmerie. Sie spielten einen Gendarmen? Ja, in der Gendarmerie Ludwig des 16. Ich musste auf eine Mauer klettern. Man schoss auf mich, ich fiel. Man legte zwar Matratzen aus, aber ich habe mir trotzdem wehgetan. Ich habe dann noch einen Film mit ihm zusammen gemacht. Aber noch vor der Untergang des Hauses Ascher haben wir uns aus persönlichen Gründen getrennt. Kannten Sie damals schon die Technik des Films? Ja, natürlich. Beim Filmen hatte ich auch etwas von der Technik gelernt. Vor allem, was die Kamera betraf. Ihr erster Film war Un chien andalou. Wie kam Ihnen die Idee dazu? In den Ferien hatte ich Dali besucht und gemeinsam hatten wir aufgrund von Träumen den Film entworfen. Was waren das für Träume? Er träumte, er habe die Hand voller Ameisen und ich träumte von einem Messer, das in ein Auge schneidet. Dann sagte er, damit könnten wir einen Film machen, mit diesen irrationalen Elementen. Das Drehbuch schrieben wir in 7 Tagen. Was war Ihr Prinzip beim Schreiben? Unser Prinzip war, dass wir jedes Bild verwarfen, das rational hätte erklärt werden können. Oder aus der Erinnerung heraus, oder der kulturellen Überlieferung. Mit anderen Worten, wir akzeptierten ohne Diskussion jedes Bild, das uns einfach so kam und uns Eindruck machte. Hatten Sie ein gegenseitiges Vetorecht? Das brauchten wir gar nicht. Das Veto sah so aus. Der eine sagte, das gefällt mir nicht, und der andere sagte, ja, das finde ich auch nicht gut. Und dann haben Sie den Film in Paris gedreht, mit dem Geld Ihrer Familie. Meine Mutter. Wem haben Sie den fertigen Film dann gezeigt? Ich hätte den Film gemacht, ohne dass einer meiner Freunde davon wusste. Eines Tages lernte ich Man Ray kennen, in der gerade eröffneten Coupole. Und dort stellte er mich dann den anderen vor. Ich war von ganzem Herzen Surrealist. Sie haben also den Chien Andalou wohlgemerkt vor Ihrer ersten Begegnung mit den Surrealisten gemacht. Ja, deswegen bin ich ja auch in die Gruppe aufgenommen worden. Wir sind dann ins Cinéma des Ursulines gegangen. Dort hatte Monsieur Tellier eine Vorführung arrangiert für Aragon und Man Ray. Und dann sagten sie mir, einverstanden, das ist ein surrealistischer Film. Und einen Monat später... War das da, wo Sie die Taschen voller Kieselsteine hatten? Ja. Es war ein Stummfilm und ich stand mit dem Plattenspieler hinter der Leinwand und legte abwechselnd den Tango Argentin. Machten alles? Ja, ich war Praktikant, Assistent, ich half dem Kameramann, denn er hatte niemanden. Dabei machte er alles, er lud die Filmrollen, alles. Und einen Kameraassistenten gab es nicht. Ich war also auch das und Statist und überhaupt alles. Sie waren sogar Stuntman. Ja, einmal bin ich aus 3 Metern Höhe von einer Mauer gefallen. Ich war in der Gendarmerie. Sie spielten einen Gendarmen? Ja, in der Gendarmerie Ludwig des 16. Ich musste auf eine Mauer klettern. Man schoss auf mich, ich fiel. Man legte zwar Matratzen aus, aber ich habe mir trotzdem wehgetan. Ich habe dann noch einen Film mit ihm zusammen gemacht. Aber noch vor der Untergang des Hauses Ascher haben wir uns aus persönlichen Gründen getrennt. Kannten Sie damals schon die Technik des Films? Ja, natürlich. Beim Filmen hatte ich auch etwas von der Technik gelernt. Vor allem, was die Kamera betraf.
Ihr erster Film war Un chien andalou. Wie kam Ihnen die Idee dazu? In den Ferien hatte ich Dali besucht und gemeinsam hatten wir aufgrund von Träumen den Film entworfen. Was waren das für Träume? Er träumte, er habe die Hand voller Ameisen und ich träumte von einem Messer, das in ein Auge schneidet. Dann sagte er, damit könnten wir einen Film machen mit diesen irrationalen Elementen. Das Drehbuch schrieben wir in 7 Tagen. Was war Ihr Prinzip beim Schreiben? Unser Prinzip war, dass wir jedes Bild verwarfen, das rational hätte erklärt werden können. Oder aus der Erinnerung heraus. Oder der kulturellen Überlieferung. Mit anderen Worten, wir akzeptierten ohne Diskussion jedes Bild, das uns einfach so kam und uns Eindruck machte. Hatten Sie ein gegenseitiges Vetorecht? Das brauchten wir gar nicht. Das Veto sah so aus. Der eine sagte, das gefällt mir nicht und der andere sagte, ja, das finde ich auch nicht gut. Und dann haben Sie den Film in Paris gedreht, mit dem Geld Ihrer Familie. Meine Mutter. Wem haben Sie den fertigen Film dann gezeigt? Ich hätte den Film gemacht, ohne dass einer meiner Freunde davon wusste. Eines Tages lernte ich Man Ray kennen, in der gerade eröffneten Coupole. Und dort stellte er mich dann den anderen vor. Ich war von ganzem Herzen Surrealist. Sie haben also den Chien Andalou wohlgemerkt vor Ihrer ersten Begegnung mit den Surrealisten gemacht. Ja, deswegen bin ich ja auch in die Gruppe aufgenommen worden. Wir sind dann ins Cinéma des Ursulines gegangen. Dort hatte Monsieur Tellier eine Vorführung arrangiert für Aragon und Man Ray. Und dann sagten sie mir, einverstanden, das ist ein surrealistischer Film. Und einen Monat später... War das da, wo Sie die Taschen voller Kiesel... ...kulturellen Überlieferung. Mit anderen Worten, wir akzeptierten ohne Diskussion jedes Bild, das uns einfach so kam und uns Eindruck machte. Hatten Sie ein gegenseitiges Vetorecht? Das brauchten wir gar nicht. Das Veto sah so aus. Der eine sagte, das gefällt mir nicht und der andere sagte, ja, das finde ich auch nicht gut. Und dann haben Sie den Film in Paris gedreht. Mit dem Geld Ihrer Familie. Meine Mutter. Wem haben Sie den fertigen Film dann gezeigt? Ich hätte den Film gemacht, ohne dass einer meiner Freunde davon wusste. Eines Tages lernte ich Man Ray kennen, in der gerade eröffneten Coupole. Und dort stellte er mich dann den anderen vor. Ich war von ganzem Herzen Surrealist. Sie haben also den Chien Andalou wohlgemerkt vor Ihrer ersten Begegnung mit den Surrealisten gemacht. Ja, deswegen bin ich ja auch in die Gruppe aufgenommen worden. Wir sind dann ins Cinéma des Ursulines gegangen. Dort hatte Monsieur Tellier eine Vorführung arrangiert für Aragon und Man Ray. Und dann sagten sie mir, einverstanden, das ist ein surrealistischer Film. Und einen Monat später... War das da, wo Sie die Taschen voller Kieselsteine hatten? Ja. Es war ein Stummfilm und ich stand mit dem Plattenspieler hinter der Leinwand und legte abwechselnd den Tango Argentin und Tristanese auf. Und zum Schluss hatte ich mir die Taschen voller Kieselsteine gepackt. Für den Fall, dass das Publikum protestiert hätte, hätte ich es mit Steinen beworfen. Aber es war ein ungeheurer Erfolg. Ganz Paris war da. Die Noailles, Corbusier, Picasso, alle. Es war ein großer Erfolg und ich war völlig verblüfft. Und die Steine... Die haben Sie dann ganz unauffällig auf die Erde fallen lassen, nicht wahr? Und wie lange danach haben Sie dann L'Âge d'Or gedreht? Ein Jahr später. Finanziert wurde er von den Noailles. Sie waren wunderbar. Ich legte ihnen nur einen Kostenvoranschlag vor und sie gaben mir das Geld. Der Film war in 20 Tagen fertig. Und L'Âge d'Or ging dann als berühmter Skandal in die Filmgeschichte ein. Ja, es war ein fürchterlicher Skandal. Damals also entdeckten Sie die Macht des Films als eines subversiven Mediums. Ja. Außer ein paar lebenden Bildern in Paris habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur einen einzigen pornografischen Film gesehen. Mit dem entzückenden Titel Sœur Vaseline. Man sah eine Nonne in einem Klostergarten mit einem Gärtner schlafen, der es seinerseits mit einem Mönch trieb, bis sich alle zu einer Nummer zu dritt zusammenfanden. Jean Mauclair vom Studio 28 hatte mir den Film geschenkt. Ich habe ihn verloren. Mit René Char, der kräftig war wie ich,
hatte ich vor, in eine Kindervorstellung einzudringen. Wir wollten den Vorführer fest... Es war ein Stummfilm und ich stand mit dem Plattenspieler hinter der Leinwand und legte abwechselnd den Tango Argentin und Tristanese auf. Und zum Schluss hatte ich mir die Taschen voller Kieselsteine gepackt. Für den Fall, dass das Publikum protestiert hätte, hätte ich es mit Steinen beworfen. Aber es war ein ungeheurer Erfolg. Ganz Paris war da. Die Noailles, Corbusier, Picasso, alle. Es war ein großer Erfolg und ich war völlig verblüfft. Und die Steine... Die haben Sie dann ganz unauffällig auf die Erde fallen lassen, nicht wahr? Und wie lange danach haben Sie dann L'Âge d'Or gedreht? Ein Jahr später. Finanziert wurde er von den Noailles. Sie waren wunderbar. Ich legte ihnen nur einen Kostenvoranschlag vor und sie gaben mir das Geld. Der Film war in 20 Tagen fertig. Und L'Âge d'Or ging dann als berühmter Skandal in die Filmgeschichte ein. Ja, es war ein fürchterlicher Skandal. Damals also entdeckten Sie die Macht des Films als eines subversiven Mediums. Ja. Außer ein paar lebenden Bildern in Paris habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben nur einen einzigen pornografischen Film gesehen. Mit dem entzückenden Titel Sœur Vaseline. Man sah eine Nonne in einem Klostergarten mit einem Gärtner schlafen, der es seinerseits mit einem Mönch trieb, bis sich alle zu einer Nummer zu dritt zusammenfanden. Jean Mauclair vom Studio 28 hatte mir den Film geschenkt. Ich habe ihn verloren. Mit René Char, der kräftig war wie ich, hatte ich vor, in eine Kindervorstellung einzudringen. Wir wollten den Vorführer fesseln und knebeln und dem jugendlichen Publikum Sœur Vaseline vorführen. O tempora, o moris. Kinder zu verderben erschien uns als eine der anziehendsten Formen von Subversion. Natürlich ist es bei der Absicht geblieben. Eigenartigerweise haben Sie aber nach diesen ersten beiden Filmen, mit Ausnahme von Las Urdes, den Sie ein Jahr danach in Spanien drehten, 16 Jahre lang überhaupt keine Filme mehr gemacht. Ja, wegen der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse damals in Europa. Der Spanische Bürgerkrieg, der Zweite Weltkrieg. Ich bin dann nach Hollywood gegangen. Erzählen Sie ein wenig davon. Sie waren zweimal dort, das erste Mal 1930. 1930 und 40. Warum 1930? Ich war engagiert worden von Metro-Goldwyn-Mayer wegen L'Âge d'Or. Was war Ihr erster Eindruck 1930? Waren Sie von der Technik beeindruckt? Überhaupt nicht. Ich hatte einen Sondervertrag von 6 Monaten, um einen Monat in jeder Abteilung von Metro-Goldwyn verbringen zu können.